Freitag, 25. April 1986. Die 43.000 Einwohner der ukrainischen Stadt Pripyat erleben einen wunderschönen Frühlingstag. Ein Tag, den sie niemals vergessen werden. Drei Kilometer von der ukrainischen Stadt Pripyat entfernt steht das Kernkraftwerk Wladimir Iljitsch Lenin. Tausende Menschen gehen hier Tag für Tag zur Arbeit. In der Nacht von Freitag auf Samstag werden 176 Angestellte in Block 4 angewiesen, das neue Notstromsystem des Reaktors zu testen. Um 1.23 Uhr wird das Sicherheitsprogramm für den Havarieschutz deaktiviert. Das Experiment beginnt. Das Kühlwassersystem kann die Betriebstemperatur im Reaktorkern nicht konstant halten. Durch einige Bedienungsfehler steigt die Temperatur sogar weiter an. Es kommt zu einer Serie von Explosionen. Während die Einwohner von Pripyat schlafen, beginnt der Boden im Kraftwerk zu beben. In einer gewaltigen Detonation fliegt die 1200 Tonnen schwere Reaktorhülle in die Luft. Eine radioaktive Gaswolke breitet sich hunderte von Metern um das Kernkraftwerk aus. Aus dem riesigen Loch sprühen Flammen mit radioaktiven Uran- und Graphitpartikeln fast 1000 Meter hoch in den nächtlichen Himmel. Es waren hell leuchtende Farben zu sehen. Orange, Rot, Himmelblau. Eigentlich wunderschön anzusehen. Wie ein Regenbogen. In diesen Minuten ereignet sich der schlimmste Reaktorunfall in der Geschichte. Ich wurde gegen 5 Uhr früh benachrichtigt. Man teilte mir mit, dass sich ein Unfall im Kernkraftwerk von Tschernobyl ereignet hatte. Die ersten Feuerwehrmänner, die am Unfallort eintreffen, bekämpfen den Brand ohne geeignete Schutzausrüstung. Sie spritzen Tonnen von Wasser ins Feuer. Doch diese erste Maßnahme zeigt keine Wirkung. Die Männer sind der radioaktiven Strahlung schutzlos ausgesetzt. Zwei Feuerwehrleute sterben noch in dieser Nacht. Weitere 28 innerhalb weniger Monate nach der Katastrophe. Niemand war auf einen solchen Super-GAU vorbereitet. In den folgenden 7 Monaten führen 500.000 Menschen einen ebenso schmerzhaften wie aussichtslosen Kampf gegen einen unsichtbaren Feind. Viele von ihnen verlieren den Kampf. Ihre Namen sind längst in Vergessenheit geraten. Diese vergessenen Helden sind es, die im Sommer 1986 noch weitaus Schlimmeres verhindern. Eine zweite Explosion, die 10-mal stärker als die Bombe von Hiroshima gewesen wäre und halb Europa ausgelöscht hätte. Einige der hier gezeigten Aufnahmen wurden bislang noch nie veröffentlicht. Sie wurden von Journalisten gemacht, die der radioaktiven Strahlung ausgesetzt waren. Viele von ihnen leben nicht mehr. Ihre Bilder erzählen die Geschichte einer Katastrophe, unter deren Auswirkungen die Menschen auch heute noch zu leiden haben. Am frühen Samstagmorgen ist die Luft durch die aufsteigende radioaktive Wolke bis in eine Höhe von 1000 Metern bereits kontaminiert. Igor Kostin ist Fotograf bei der Nachrichtenagentur Novosti. Ein befreundeter Hubschrauberpilot ruft ihn morgens an und meint, dass er ihn über Tschernobyl fliegen könnte. Kostin weiß zu diesem Zeitpunkt nicht genau, was im Kernkraftwerk passiert ist. Er ist der erste Journalist, der den zerstörten Reaktorblock zu sehen bekommt. Flieg näher an den Block, darüber, an das zerstörte Gebäude. Höher, da, wo der Rauch aufsteigt. Als wir uns Block 4 näherten und ihn umkreisten, hatte ich keine Ahnung, wie gefährlich das war. Als wir über das Gebäude flogen, öffnete ich das Fenster des Hubschraubers. Mir war nicht bewusst, was ich für einen Fehler beging.
Der aufsteigende Rauch ist in höchstem Maße radioaktiv. Obwohl Igor Kostin am Unfallort der Strahlung ausgesetzt war, ist er einer der wenigen Reporter, die heute noch leben. Als ich das Fenster öffnete, konnte man nichts hören. Die Reaktorruine war direkt unter mir. Ich schwebte wie schwerelos im All. Es war wie in einem Grab. Es herrschte tödliche Stille. Ich habe nicht einmal mehr den Hubschrauber gehört. Nichts. Wie ein schwarzes Loch. Wie gesagt, ein Grab und tödliche Stille. Dies ist das erste Foto vom Unfallort. Meine gesamte Ausrüstung fiel aus. Ich konnte mir das nicht erklären. Zuerst dachte ich, die Batterien seien leer. Ich habe wenigstens noch ein paar Fotos machen können. Als ich wieder in Kiew war, habe ich die Fotos entwickelt und habe bemerkt, dass die Negative schwarz und die Farben sehr schlecht waren. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Film radioaktiv verstrahlt war. Am Reaktorkern, der unter 14 Meter hohem Schutt begraben liegt, beginnen die graphitummantelten Uranbrennstäbe zu schmelzen. Der radioaktive Niederschlag ist hundertfach höher als die Werte nach dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Acht Stunden nach der Explosion ist man im Kreml noch immer nicht eindeutig über die Katastrophe informiert. Die ersten Meldungen, die uns erreichten, handelten von einem Unfall und einem Feuer. Kein einziges Wort über eine Explosion. Zuerst sagte man mir, dass es keine Explosion gegeben habe. Die Konsequenzen dieser Fehlinformationen waren verheerend. Drei Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt ahnen die 43.000 Einwohner von Pripyat nichts von der Katastrophe. Wir hatten die Information, dass alles unter Kontrolle sei, auch der Reaktor. Das Akademiemitglied Alexandrov erklärte mir, dass der Reaktor absolut sicher wäre. Er hätte sogar auf dem Roten Platz stehen können. Völlig gefahrlos. Als wenn man eine Kuh auf dem Roten Platz freiließe. In Pripyat entstehen erste Gerüchte, dass es ein Feuer und einige Tote gegeben habe. Offizielle Informationen gibt es nicht. Die weißen Blitze auf diesem Filmmaterial sind Folgen der radioaktiven Bestrahlung. Die Menschen in den Straßen scheinen sich nicht davon beunruhigen zu lassen, dass Soldaten mit Schutzmasken herumlaufen. Oberst Grebenyuk hat die Aufgabe, seine Soldaten in Stellung zu bringen und die Situation unter Kontrolle zu halten. Man hatte einen metallischen, säuerlichen Geschmack im Mund. Sie sagten uns, dass man Strahlung nicht schmecken kann. Später wussten wir, dass wir radioaktives Jod geschmeckt hatten. Während die Kinder in Pripyat immer noch draußen spielen, nehmen Oberst Grebenyuks Männer die ersten radioaktiven Messungen in der Stadt vor. 1986 wurde die Radioaktivität noch in Röntgeneinheiten gemessen. Die normale atmosphärische Strahlung liegt bei 12 Millionstel eines Röntgen. Wenige Stunden nach der Explosion wird dieser Wert bereits um das 15.000-fache überschritten. Bis zum Abend steigt er auf das 600.000-fache an. Wir haben auf dem Boulevard Lenin 200, auf dem Boulevard Ukalna 250 Milliröntgen gemessen. In der Nacht waren es 7 Röntgen.
Wir dachten schon, die Geräte würden nicht richtig funktionieren oder falsche Daten liefern. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Reaktor brannte und sich die Strahlung weiter ausbreitete. Diese Karte ist immer noch eingeschweißt, weil sie radioaktiv belastet ist. Ein menschlicher Körper kann im Jahr bis zu 2 Röntgen absorbieren, ohne Schäden davonzutragen. Wird er über 400 Röntgen ausgesetzt, ist er tödlich kontaminiert. Am ersten Tag werden die Einwohner von Pripyat einer 50-mal höheren Dosis als normal ausgesetzt. Bei diesen schnell ansteigenden Werten hätten sie innerhalb von 4 Tagen die tödliche Menge erreicht. Der Oberst macht sich selbst auf den Weg zum zerstörten Reaktor, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die ersten Messungen wurden auf dieser Karte festgehalten. 2080 Röntgen. Ich machte mir Sorgen um meine Männer. Ich konnte sie doch nicht da reinschicken. Bei diesen astronomisch hohen Werten ist bereits nach 15 Minuten die tödliche Strahlendosis erreicht. Am Kurchatow-Institut in Moskau versetzen die gemessenen Werte die Wissenschaftler in Panik. Niemals zuvor hatte man es mit einer solchen Strahlenbelastung zu tun gehabt. Gorbatschow ruft sofort einen Krisenstab mit den führenden Kernenergieexperten des Landes zusammen. Der Nuklearphysiker Legasow macht sich als Leiter der wissenschaftlichen Delegation unverzüglich auf den Weg nach Tschernobyl. Wir hofften, dass sie in der Lage wären, die Situation schnell einzuschätzen. Doch selbst nach einigen Tagen konnten sie uns nichts sagen. Es war eine dramatische Situation. Wir saßen zusammen und warteten auf Informationen. Wir forderten sie ein, doch sie waren nicht in der Lage, uns irgendetwas zu melden. Zwanzig Stunden nach der Explosion werden die Einwohner von Pripyat immer noch nicht über die Auswirkungen des Reaktorunfalls informiert. Die Strahlenbelastung steigt unaufhaltsam an. Die Bewohner sollen lediglich Fenster und Türen geschlossen halten und Jodtabletten einnehmen. Weitere Anweisungen werden nicht erteilt. In Pripyat steigt langsam die Anspannung. Aber ein offizieller Lagebericht seitens der Regierung bleibt weiter aus. Julia Matschenko lebte mit ihrer Familie in Pripyat. Ihr Vater arbeitete im Kernkraftwerk. Meine Eltern brachten mich wie jeden Tag in den Kinderhort. Alles war wie immer. Mein Vater wusste bereits, dass es einen Unfall gegeben hatte, aber bisher keine Vorkehrungen getroffen worden waren. Dreißig Stunden nach dem Reaktorunglück werden die ersten Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Mehr als 1000 Busse stehen bereit und das Militär teilt den Einwohnern mit, dass die Stadt bis 14 Uhr komplett evakuiert werden muss. Ich erinnere mich noch, dass sie uns im Kindergarten Jodtabletten gaben. Eltern holten ihre Kinder aus den Schulen und Kindergärten. Alle rannten umher, jedoch ohne in Panik zu verfallen. Wir dachten, wir müssten die Stadt nur für ein paar Tage verlassen. Um Panik zu vermeiden, verharmlosen die Verantwortlichen den Ernst der Lage. Den Einwohnern bleiben 2 Stunden, um ihre Habseligkeiten zu packen und sich vor den Gebäuden zu versammeln. Wir sollten in die Busse steigen. Ich erinnere mich noch genau, dass ich nur ein Spielzeug mitnehmen durfte. Ich wollte alle meine Puppen mitnehmen. Das erlaubte man aber nicht. Wir konnten nicht einmal warme Kleidung mitnehmen. Die Menschen müssen fast alles, was sie besitzen, zurücklassen. Sie werden nie mehr zurückkehren. Ein alter Mann wollte nicht gehen. Er blieb. Einige Wochen später fand man seine Leiche. Die Leute konnten nicht glauben, was da geschah.
Sie dachten, man würde sie belügen. Sie erinnerten sich noch an den Angriff der Deutschen 1941 und dass Bomben gefallen waren. Doch jetzt bemerkte man nichts. Die Älteren glaubten nicht an einen unsichtbaren Feind. Es blieb keine Zeit, ihnen das zu erklären. Wir führten einfach unsere Befehle aus. Innerhalb von 3,5 Stunden werden 43.000 Menschen evakuiert. In Bussen werden Europas erste Strahlenflüchtlinge abtransportiert. In den zurückliegenden Stunden waren sie einer derart hohen Strahlendosis ausgesetzt, dass bei den meisten eine tödliche Krebserkrankung ausgelöst wurde. Die Stadt muss überleben. Sie ist wunderschön. Die Menschen müssen wiederkommen. Sie müssen eines Tages wieder zurückkehren. Es ist doch eine schöne Stadt. Ich war gerade im Stadion. Hier müssen Kinder leben. Es gibt kein Leben ohne Risiken. Stunden nach dem Desaster gleicht Pripyat einer Geisterstadt. Einzig das Militär und eine Delegation von Wissenschaftlern haben ihr Hauptquartier im größten Hotel der Stadt eingerichtet. Als wäre ihnen die Gefahr nicht bewusst, essen, schlafen und arbeiten sie an Ort und Stelle. Das waren außergewöhnliche Menschen, Spezialisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unverantwortlich oder selbstmörderisch handelten. Ich denke, sie haben die Situation unterschätzt. Die alten Kriterien waren nicht mehr relevant. Es gab bereits nukleare Unfälle in unserem Land, aber auch in den USA. Doch diese Informationen wurden geheim gehalten. Es gab noch nie einen Unfall dieses Ausmaßes. Man dachte sogar, dass der Reaktor im Mai oder Juni wieder in Betrieb genommen werden könnte. In der Zwischenzeit wandern die radioaktiven Wolken mit dem Wind Richtung Norden. Am 26. und 27. April ziehen sie mehr als 1000 Kilometer weit über Russland, Weißrussland und das Baltikum. Am 28. April erreichen sie Schweden. In der Nähe eines dortigen Reaktors wird ein erhöhter radioaktiver Wert registriert. Die Bevölkerung wird über das Fernsehen alarmiert. Radioaktiver Staub fällt auf Stockholm. Die Regierung lässt sofort Kampfflugzeuge aufsteigen, um die Atmosphäre zu untersuchen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Die erhöhte Radioaktivität lässt auf einen schwerwiegenden Reaktorunfall schließen. Aber wo? 60 Stunden nach dem Super-GAU hat die sowjetische Regierung noch immer keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Die schwedische Ministerin für Energie und Umwelt rief mich montags in meinem Büro in Wien an. Sie teilte mir mit, dass eine erhöhte radioaktive Strahlung in der Nähe ihres Reaktors in Forsmark gemessen wurde. Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass sie von außerhalb gekommen sein muss. Sie fragte mich, ob ich irgendwelche Informationen hätte. Ich verneinte und erklärte, dass wir bereit wären, andere Stellen zu kontaktieren. Wir redeten mit den Polen, die von nichts wussten, und selbstverständlich auch mit den Russen. Was war geschehen? Eine Explosion? Eine radioaktive Wolke? Bedenkliche Kontaminierung? Es waren die Schweden, die uns alarmierten. 3 Tage nach dem Super-GAU versucht Gorbatschow noch immer genaue Informationen zu bekommen. Währenddessen suchen amerikanische und europäische Spionagesatelliten die Sowjetunion ab und entdecken die Ruine des ukrainischen Kernkraftwerks. In einer Wärmebildaufnahme ist der aufsteigende Rauch aus dem zerstörten Reaktorgebäude deutlich zu erkennen. Am Abend des 28. bekamen wir eine Nachricht von Herrn Petrosian, dem Leiter der Kommission für Atomenergie in Russland. Er informierte uns über den Unfall. Zur gleichen Zeit ging diese Information auch an die Weltöffentlichkeit. Im Politbüro beschlossen wir, dass alle Fakten direkt an uns weitergeleitet werden. Ich rief den KGB an.
Sie sollten dort alles verfolgen und sofort berichten, welche Gespräche die Wissenschaftler führten. Ich befahl ihnen, jegliche Information an mich persönlich weiterzuleiten. Es dauert über 48 Stunden, bis die sowjetische Führung verlässliche Informationen über den Unfall erhält. Zwei Tage, in denen die 43.000 Einwohner von Pripyat radioaktiv kontaminiert werden. Im Inneren des zerstörten Reaktorgebäudes brennen 1200 Tonnen einer glutheißen Magma mit einer Temperatur von über 3000 Grad. Die aus dieser Masse entweichenden radioaktiven Gase steigen weiter in die Atmosphäre auf. Jetzt liegt es allein am Wind, in welche Richtung sich die kontaminierten Luftmassen verteilen. Am dritten Tag macht sich General Antoschkin mit einem Geschwader von 80 Helikoptern von Moskau aus auf den Weg nach Tschernobyl, um das Feuer zu bekämpfen. Als er dort ankommt, fliegt er in 200 Metern Höhe über den zerstörten Reaktor. Wegen des Feuers betrug die Hitze in dieser Höhe zwischen 120 und 180 Grad. Unser Messgerät für Radioaktivität konnte bis zu 500 Röntgeneinheiten anzeigen. Der Zeiger spielte verrückt. Er bewegte sich jenseits der Skala. Ich glaube, es waren mindestens 1000 Röntgen in 200 Metern Höhe. Selbst in dieser Höhe genügen 30 Minuten, um eine tödliche Dosis abzubekommen. Die aufsteigende heiße radioaktive Luft aus dem Reaktor macht es dem Piloten unmöglich, noch näher heranzufliegen. Sehen Sie den Rauch? Wir müssen an diesem Punkt, aber die Temperatur ist viel zu hoch. Vielleicht sollten wir Stickstoff verwenden. Es musste schnell etwas geschehen. Das Feuer musste gelöscht und der Reaktor versiegelt werden, damit man näher ran konnte, um weitere Arbeiten auszuführen. Das Loch musste geschlossen werden, damit nicht noch mehr radioaktiver Staub austreten konnte und der Wind ihn wegblasen würde. Piloten werden von der afghanischen Front abgezogen, um Hubschrauber mit Soldaten einzufliegen. Mit bloßen Händen werfen die Männer 80 Kilogramm schwere Sandsäcke in die Flammen. Man hofft so, das Feuer zu ersticken und mit Tonnen von Sand und Borsäure die Strahlung zu neutralisieren. Am ersten Tag werden 110, am zweiten 300 Einsätze geflogen. Die Strahlendosis über dem Reaktor beträgt mehr als 3500 Röntgen, fast das Neunfache der tödlichen Dosis. Einige Piloten absolvieren bis zu 33 Flüge pro Tag. Jedes Mal waren sie einer Dosis von 5 bis 6 Röntgeneinheiten ausgesetzt. Wenn sie langsam flogen, sogar mehr. Nachdem man 6 bis 8 Säcke abgeworfen hatte, war man durch die Hitze schweißgebadet. Nach den Einsätzen konnten sich die Soldaten waschen und etwas essen. Später mussten sie sich übergeben. Seit dem Beginn der Katastrophe werden sämtliche Strahlenopfer ins Moskauer Krankenhaus Nummer 6 eingeliefert. Es ist das einzige Krankenhaus im Land, das auf die Behandlung von Patienten eingerichtet ist, die extrem hoher radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren. Die typischen Symptome einer Strahlenkrankheit sind Erbrechen, Übelkeit und Durchfall, gefolgt von einer Schwächephase. Wenig später treten dann Symptome wie der Zerfall des Knochenmarks und fürchterliche Verbrennungen auf. Als die ersten Opfer eingeliefert wurden, war es schwierig, sie psychologisch aufzubauen. Sie kamen direkt vom Flughafen. Die meisten waren noch sehr jung. Sie wurden erst nach ihrem Schwächeanfall hierher gebracht. Sie fühlten sich gut. Alle waren mit den gleichen Pyjamas bekleidet.
Einige machten sogar Witze. Doch wir wussten, dass viele von ihnen sterben würden. 27 starben recht schnell. Sie alle waren einer hohen Strahlungsdosis ausgesetzt. Viele litten unter lebensbedrohlichen Verbrennungen. In den folgenden 15 Jahren werden nur die ersten Opfer von den Behörden anerkannt. Kilometer östlich des Reaktors sterben die Bäume nach der radioaktiven Explosion ab. Doch auch wesentlich weiter entfernte Gebiete sind betroffen. Hochradioaktive Partikel werden durch die Wolken abtransportiert und regnen später ab. Die Ukraine, Weißrussland und Russland werden kontaminiert. Am 1. Mai dreht der Wind. Die radioaktive Wolke erreicht Kiew. Oberst Grebenyuks Soldaten fertigen eine Karte an. Die schwer kontaminierten Bereiche sind rot markiert. Sie sind von Flächen mit normaler Strahlenbelastung umgeben. Die Bevölkerung ist zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht informiert. Ein kurzer Artikel auf Seite 3 der Pravda spielt den Unfall herunter und erklärt, die Situation sei unter Kontrolle. Das Dach war eingestürzt und wir taten so, als wäre nichts passiert. Man machte einfach mit den Mai-Feierlichkeiten weiter, so als wollte man die Situation gar nicht wahrhaben. Das war der zweite große Fehler. 6 Tage nach dem Unfall ermutigen die Behörden die Bevölkerung, an den Mai-Feierlichkeiten teilzunehmen, obwohl sie wissen, dass einige Gebiete extrem stark kontaminiert sind. Ich schaute mir die Mai-Feierlichkeiten an. Ich war selbst dort. Ich wurde Zeuge einer Todesparade. Sämtliches Filmmaterial des Maifeiertags von 1986 ist aus dem ukrainischen Nationalarchiv verschwunden. Doch die Fotos von Igor Kostin existieren noch. Dscherbizki, Mitglied des Politbüros der Ukraine, besuchte sogar mit seiner Familie und den Enkeln die Feier. Es erschien uns sehr wichtig, um jede Art von Panik zu vermeiden. Wir wussten ja nicht, wie gefährlich es bereits war. Politbüromitglied Dscherbizki nahm sich später das Leben. Bis heute ist nicht klar, wie viele Menschen während der Feier kontaminiert wurden. Seit dieser Zeit ist nicht eine einzige offizielle Statistik veröffentlicht worden. Eine Woche nach der Explosion geht die Evakuierung weiter. Sämtliche Einwohner Tschernobyls verlassen die Stadt. Alle Ortschaften in einem Radius von 30 Kilometern um den Reaktor sind ebenfalls betroffen. Hunderttausend Menschen werden umgesiedelt. Viele von ihnen sind bereits lebensgefährlich kontaminiert. Ein 300.000 Hektar großes Gebiet zwischen der Ukraine und Weißrussland wird evakuiert und vom Rest der Welt isoliert. Ein unsichtbarer Feind hat eine ganze Region verwüstet, die gesamte Bevölkerung aus dem Land getrieben und so innerhalb von wenigen Tagen eine kleine Welt komplett vernichtet.
Es war schlimmer als ein Krieg. Man konnte den Feind ja nicht sehen. Im Krieg sieht man die Kanonen, Maschinengewehre und die Panzer. Hier sieht man gar nichts. Die Strahlung ist überall. Sie geht durch einen durch. Sie dringt ein und erst viel später zeigt sie ihre Wirkung. Manchmal erst nach Jahren. Das ist erschreckend. In der Zwischenzeit nimmt die radioaktive Wolke Kurs auf Westeuropa. Sie breitet sich über Bayern und Norditalien aus. Radioaktives Cäsium 137 und Jod 131 regnen über Südfrankreich und Korsika ab. Landwirtschaftliche Anbau- und Weideflächen werden stark kontaminiert. Während einige französische Politiker die Bedrohung herunterspielen, erreicht die Wolke Großbritannien und wandert nach Griechenland ab. In Tschernobyl steigt die Radioaktivität weiter an. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 6000 Tonnen Sand und Borsäure in das Loch geschüttet worden. Doch unter diesem gigantischen Sandhaufen glimmt immer noch das Magma. 10 Tage nach dem Reaktorunfall lädt Gorbatschow Hans Blix, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, ein, sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. Er ist einer der ersten Experten aus dem Westen, der den zerstörten Reaktor zu sehen bekommt. Sie sind gerade über den zerstörten Tschernobyl-Reaktor geflogen. Was halten Sie davon? Wir haben uns die Sache aus der Luft betrachtet und festgestellt, dass immer noch Rauch aus dem zerstörten Teil aufsteigt. Wir unterhielten uns über die Risiken einer zweiten Explosion. Ich erinnere mich noch, dass wir in Moskau waren und ein Freund eines meiner Experten anrief und meinte, ein zweiter Reaktor könnte explodieren. Am Boden des Reaktors glühen immer noch 195 Tonnen Kernbrennstoff. Es entsteht eine so große Hitze, dass der darüberliegende Sand zu schmelzen beginnt. Auf der Oberfläche der Versiegelung treten Brüche auf. Als wir das Loch versiegelt hatten, stieg die Temperatur weiter an. Wir hatten Angst, die Hitze könnte eine zweite Explosion auslösen. Experten nahmen erneut Messungen vor. Sie waren sehr besorgt. Sie befürchteten, dass die kritische Temperatur erreicht werden könnte und eine zweite Explosion folgen würde. Das hätte in einer schrecklichen Tragödie enden können. Die Betondecke unter dem brennenden Reaktorkern erhitzt sich. Damit steigt die Gefahr, dass sie einbricht. Das Magma droht durchzusickern. Hinzu kommt, das Löschwasser hat sich unterhalb der Betondecke gesammelt. Wenn es mit dem radioaktiven Magma in Berührung kommt, kann es zu einer zweiten, weitaus schlimmeren Explosion kommen. Sämtliche Experten des Landes werden hinzugezogen. Wassili Nesterenko war einer von ihnen. Wenn die Betondecke durch die Hitze gebrochen wäre, dann wären 1400 Kilogramm des Uran-Graphit-Gemisches mit dem Wasser in Berührung gekommen. Dadurch hätte es zu einer noch gewaltigeren zweiten Explosion kommen können. Die Kettenreaktion hätte eine Explosion ausgelöst, die mit der einer gigantischen Atombombe vergleichbar gewesen wäre. Unsere Experten gingen alle Möglichkeiten durch und kamen zu dem Ergebnis, dass die Explosion eine Stärke von 3 bis 5 Megatonnen gehabt hätte. Minsk, das 320 Kilometer weit von Tschernobyl entfernt liegt, wäre ausgelöscht und Europa zum größten Teil unbewohnbar geworden. Wir mussten diesen Prozess stoppen. Wäre er nicht gestoppt worden, hätte es eine noch größere nukleare Katastrophe gegeben. Diese zweite Explosion hätte zudem eine schreckliche Druckwelle ausgelöst. Durch die radioaktive Strahlung wären innerhalb weniger Stunden Tausende von Menschen getötet worden.
Gott sei Dank ist dieser Fall nicht eingetreten. Es standen Züge mit über 1000 Waggons in Minsk, Gomel und Kiew bereit, um die Bevölkerung zu evakuieren. Die Situation bleibt kritisch. In Moskau werden von einer Kommission zwei Notfallpläne erarbeitet. Zuerst sollen Feuerwehrleute das Wasser unter dem Reaktor abpumpen. Sie werden später zu Nationalhelden erklärt, leiden aber für den Rest ihres Lebens unter den Folgen der radioaktiven Bestrahlung. Zweitens muss der Explosionskrater besser abgedichtet werden, um die Temperatur zu senken. Innerhalb von 2 Tagen werfen General Antoschkins Männer über 2400 Tonnen Blei in den Reaktor. Als wir anfingen, Blei einzufüllen, ging die Temperatur sofort zurück. Es versiegelte das Loch, nachdem es geschmolzen war. Die Strahlung ging auch zurück. Als ein Teil des Bleis mit der extrem heißen Glut in Berührung kommt, verdampft es in die Atmosphäre. Noch 20 Jahre später lassen sich Spuren davon bei Kindern in Tschernobyl nachweisen. Die Methode wird heute stark kritisiert, aber angesichts der Situation gab es keine bessere Lösung. All diese Menschen, ob Soldaten oder Zivilisten, haben selbstlos gehandelt. Ich war von Anfang an dabei und kann sagen, dass es gemacht werden musste. Das war Heldentum. Während dieser Operation werden 600 Piloten der tödlichen radioaktiven Strahlung ausgesetzt. Alle sterben an den Folgen der Strahlung. Ihr Einsatz bringt leider nicht den gewünschten Erfolg. Auch wenn der Reaktor versiegelt ist, das Feuer wird nicht gelöscht. Nur aus der Luft kann das Problem nicht gelöst werden. Wie aber dann? Mit dem Wissen, dass es jederzeit zu einer zweiten Explosion kommen kann, werden die provisorischen Maßnahmen fortgeführt. In den Bauzeichnungen der Anlage findet sich ein Weg durch einen Kabel- und Röhrenschacht aus massivem Beton. Über ihn kann man an die gefährliche Zone gelangen. Eine Gruppe von Technikern des Moskauer Kurtschatow-Instituts wagt sich in das Labyrinth. Ein schwieriges Unterfangen. Denn Teile des Tunnelsystems sind bei der Explosion eingestürzt. Mit dem Schweißbrenner durchbrechen die Männer den Stahlmantel von Reaktor 4 und bringen ihre Messgeräte in Position. Die Ergebnisse sind furchterregend. Die Strahlendosis ist astronomisch hoch. Die schlimmsten Befürchtungen werden bestätigt. Das heiße Magma hat die Betondecke durchbrochen, sickert in das mittlerweile leere Becken und droht sogar noch tiefer abzusinken. Das Risiko einer weiteren Explosion betrug 5 bis 10%. Das Wasser unter dem Reaktor war abgepumpt worden, aber es musste etwas Entscheidendes geschehen. Irgendetwas Undurchlässiges musste unterhalb des Reaktors positioniert werden, damit das Magma nicht weiter absinken konnte. Bisher kann nichts das Absickern des Magmas in den sandigen Untergrund aufhalten. Unter dem Reaktor liegt ein riesiges Grundwasserreservoir, das gesamte Land mit Wasser versorgt. Was uns am meisten beunruhigte, war, dass die ganze Masse absinken und das Grundwasser erreichen könnte. Somit würden die Flüsse, zum Beispiel der Dnjepr, vergiftet. Dann Kiew und dann das Schwarze Meer. Wir mussten schnell eine Lösung finden. Ein neuer Plan wird erarbeitet. Doch auch der hat zur Folge, dass weitere Menschenleben riskiert werden müssen. Am 12. Mai 1986, 17 Tage nach der Explosion, bekommen die Bergleute in Tula, 1000 Kilometer von Tschernobyl entfernt, Besuch aus dem Kreml. Es ist der stellvertretende Minister für Bergbau. Der Minister informierte uns über den Unfall in Tschernobyl. Er benötigte Bergleute aus unserer Region, aus dem Moskauer Becken. Wir hatten 24 Stunden Zeit, um unsere Sachen zu packen. Am nächsten Tag wurden wir mit Bussen zum Flughafen nach Moskau gefahren.
Am 13. Mai waren wir bereits in Tschernobyl. Die Bergleute sollten auf die einzig noch mögliche Art und Weise an den Reaktor herankommen, unterirdisch. Doch das ist nicht einfach, denn durch die Explosion ist der Schacht zum Teil verschüttet. Unsere Aufgabe war es, einen 150 Meter langen Tunnel vom dritten in den vierten Block zu graben. Zuerst einen 30 Meter langen Tunnel, daran anschließend einen Raum von 30 Metern Länge und 30 Metern Breite, um eine Kühlstation unterzubringen, die den Reaktor abkühlen sollte. Um sich der radioaktiven Strahlung möglichst wenig auszusetzen, graben die Bergleute erst 12 Meter tief, bevor sie sich den Weg zum brennenden Reaktor bahnen. Dort höhlen sie einen Raum mit 2 Metern Höhe und 30 Metern Breite aus, damit ein komplexes Kühlsystem aufgebaut werden kann. Kameraden, unser Ziel ist es, den Tunnel 13 Meter pro Tag voranzutreiben. 10.000 Bergleute aus Russland und der Ukraine arbeiten an dem Tunnel. Dort gibt es keine Ventilation und die Temperaturen erreichen fast 50 Grad. Die radioaktive Belastung beträgt ein Röntgen pro Stunde, also das 9.000-fache der gesundheitsschädlichen Dosis. Wir arbeiteten ohne Schutzausrüstung. Die Bergleute konnten keine Atemschutzmasken tragen, weil die Filter nach einigen Minuten feucht waren. Jeder nahm sie dann ab und arbeitete ohne weiter, sogar ohne Oberbekleidung. Wir tranken Wasser aus offenen Flaschen. Eine schlimme Sache, denn die radioaktiven Teilchen gelangten so direkt in unseren Körper. Einer unserer Kumpel schluckte ein hochradioaktives Sandkorn. Er starb. Wir konnten ja nicht wissen, was jeder von uns einatmete oder schluckte. Das Schlimmste war der Sauerstoffmangel und die unglaubliche Hitze. Es war unerträglich heiß. Und wir mussten sehr schnell arbeiten. Das war das Schlimmste. In einem Monat und 4 Tagen graben die Männer einen 150 Meter langen Tunnel, für den man unter normalen Bedingungen fast 3 Monate benötigt hätte. Der gefährlichste Platz war nicht unter Tage. Die Strahlung unterhalb des Reaktors war nicht so hoch. Doch sobald wir oben waren, mussten wir uns beeilen. Die Radioaktivität am Tunneleingang ist 300 Mal höher. Kein einziger Bergmann entgeht ihr. Nicht ein einziges Mal werden die Bergleute über die Gefahr informiert, der sie ausgesetzt sind. Irgendjemand musste es doch machen. Wir oder jemand anders. Wir erledigten unsere Arbeit. Hätten wir es nicht tun sollen, jetzt ist es zu spät. Ich bereue nichts. Die Bergleute stellen in Rekordzeit den Tunnel fertig. Doch das Kühlsystem wird nicht wie geplant unter dem Reaktor installiert. Der unterirdische Raum wird letztlich mit Beton ausgefüllt, um die gesamte Struktur zu stützen. Offiziell war jeder Bergmann zwischen 30 bis 60 Röntgen ausgesetzt. Doch Überlebende behaupten, dass die Dosis 5-mal höher war. Schätzungen besagen, dass jeder 4. Bergmann noch vor seinem 40. Lebensjahr starb. 2500 Menschen leben, die in keiner offiziellen Statistik erwähnt werden.
Während die Bergleute unter dem Reaktor graben, organisiert Hans Blix mit sowjetischen Vertretern eine Pressekonferenz in Moskau. Let me say that on behalf of the IAEA, we have expressed profound regret. Ich möchte im Namen der IAEO erklären, dass wir unser tiefstes Bedauern über den tragischen Unfall zum Ausdruck bringen möchten. Es schmerzt, der Verlust von Menschenleben und der immense Schaden, der dadurch entstanden ist. Vor 500 Journalisten aus aller Welt kündigt Hans Blix eine internationale Konferenz in Wien an. Die Sowjetunion erklärt sich bereit, dort das gesamte Datenmaterial zu dem Reaktorunfall offenzulegen. Der wohl wichtigste Effekt der Pressekonferenz war, dass die russische Bevölkerung den Verantwortlichen trauen konnte. Die Menschen waren an eine Regierung gewöhnt, der man kein einziges Wort glauben konnte. Unfälle und Katastrophen wurden verschwiegen. Sie wussten nichts Genaues. Was sie hörten, bereitete ihnen Sorgen, weil es vielleicht noch schlimmer war, wie sich ja auch bewahrheitete. Sie vertrauten dem Westen. Das war ein Sieg von Glasnost. Die Sowjets sind bereit, mit dem Westen zu kooperieren. Glasnost, ein neuer Begriff, der in Russland eine Ära der Offenheit und Transparenz einläutete. Für Gorbatschow ein politischer Sieg, den er auch dringend benötigte. In Tschernobyl ist das Feuer zwar unter Kontrolle, aber der hochradioaktiv verseuchte Schutt liegt frei. Das zerstörte Reaktorgebäude muss dringend versiegelt und die Umgebung muss dekontaminiert werden. Doch dafür werden jede Menge Arbeiter gebraucht. 18 Tage nach der Katastrophe wendet sich Gorbatschow an die russische Bevölkerung. Guten Abend, Genossen. Der Unfall im Kernkraftwerk von Tschernobyl hat das sowjetische Volk tief erschüttert und Besorgnis auf der ganzen Welt erregt. Dies ist das erste Mal, dass wir uns einer solchen Gefahr stellen müssen. Die Atomenergie ist außer Kontrolle geraten. Wir arbeiten rund um die Uhr an der Lösung des Problems. Alle technischen und wissenschaftlichen Kräfte im Land wurden mobilisiert. Das gesamte Land wurde mobilisiert. Es gab keine bürokratischen Formalitäten. Wenn uns jemand etwas anbot, das wir benötigten, nahmen wir es. Über die Kosten würden wir uns später Gedanken machen. Die Situation war mehr als ernst. General Nikolai Tarakanow soll die Truppen kommandieren. Innerhalb eines Jahres marschierten 100.000 Soldaten und Offiziere durch Tschernobyl. Sie alle waren Reservisten. Sie wurden von ihren höchsten Vorgesetzten aus ihren jeweiligen Heimatstädten angefordert und nach Tschernobyl entsandt. Ob Zivilisten oder Militärs, Offiziere oder einfache Soldaten, sie alle wurden als Liquidatoren bezeichnet, ein Begriff, der eigens für den Kampf um Tschernobyl geprägt wurde. Ihre Mission? Die Radioaktivität zu beseitigen. In den ersten Tagen trugen wir ständig unsere Masken. Später haben wir sie einfach vergessen. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Situation. Jetzt fühlen wir uns wohl. Wir machen Witze und jeder ist zufrieden. Es gibt keinen Wodka mehr zu kaufen. In Moskau machen Gerüchte die Runde, wonach die Liquidatoren in Tschernobyl Wodka umsonst bekämen. Ich habe meiner Frau erzählt, dass wir nach jedem Essen Wodka bekommen. Sie fragt sich wohl zu Recht, was wir hier tun. Igor Kostin ist einer von 5 Berichterstattern, die der Kreml entsandt hatte, um über die Katastrophe zu berichten. 3 seiner Kollegen von damals sind inzwischen tot. Es gab keine Dienstgrade, keine Minister, keine Generäle, keine Soldaten. Niemand sagte, ich bin ein General, ihr tut, was ich sage. Jeder tat alles in seiner Macht Stehende. So kam die Maschinerie ins Rollen, die man als Liquidation des Tschernobyl-Unfalls bezeichnete.
100.000 Soldaten und 400.000 Zivilisten, Arbeiter, Ingenieure, Krankenschwestern, Ärzte und Wissenschaftler aus allen Sowjetrepubliken fahren nach Tschernobyl. Die Sowjetunion schlägt ihre letzte große Schlacht. 500.000 Menschen. In Tschernobyl waren mehr Soldaten als in Napoleons Armee. Aber unsere Armee wurde verseucht. Aus der Luft werfen Hubschrauber mehrere Tonnen einer klebrigen Flüssigkeit namens Burba ab. Eine zähflüssige Mischung, die den radioaktiven Staub auf dem Boden binden soll. Währenddessen werden die Einsatzkräfte damit beauftragt, die Gegend zu säubern und jedes einzelne Haus von dem radioaktiven Staub, der alles bedeckt, zu befreien. Spezielle Jagdtrupps wurden gebildet. Mit Gewehren durchstreiften sie das Gelände und die Wälder und haben Hunde und Katzen erschossen. Alle Tiere müssen getötet werden, weil sich in ihrem Fell radioaktive Partikel sammeln, wenn sie stark kontaminierte Gebiete durchqueren. Sie könnten die Liquidatoren verstrahlen. Die letzten Dörfer der Sperrzone, in denen noch Menschen leben, werden evakuiert. Ein Haus nach dem anderen wird abgerissen, der Bauschutt vergraben. Die LKWs und Maschinen und auch die Männer werden von radioaktivem Staub bedeckt. Wir duschten uns 5 oder 6 Mal. Wir halfen uns gegenseitig. Wir benutzten Bürsten, Handschuhe aus Hanf und grobe Seife. Wir haben uns gegenseitig abgeschrubbt. Wir trockneten uns ab und zogen neue Kleidung an. Dann aßen wir. Wir bekamen sehr gutes Essen, denn man muss in guter Verfassung sein, um die ionisierende Strahlung aushalten zu können. Die Strahlung sucht sich Schwachstellen im Körper. Dort dringt sie ein und setzt einen außer Gefecht. Rund um das Reaktorgelände läuft eine weitere gewaltige Operation an. 7 Tage die Woche ohne einen einzigen freien Tag. 300.000 Kubikmeter kontaminierte Erde werden in riesige Gräben geschoben und mit Beton versiegelt. In diesem Areal um Reaktor 4 herum fanden die gefährlichsten Arbeiten statt. 8 Wochen nach der Explosion widmen sich die Verantwortlichen dem Hauptproblem. Um den Giftmüll langfristig zu neutralisieren und um zu verhindern, dass sich die Strahlung weiter ausbreitet, muss der zerstörte Reaktor komplett isoliert werden. Lev Bocharov war einer der Ingenieure, die diese riesige Konstruktion planten. Reaktor 4 sollte vollständig ummantelt werden. Ein Sarkophag aus Stahl und Beton, 170 Meter lang und 66 Meter hoch. Es handelte sich um ein weltweit einmaliges Projekt. Niemand hatte jemals zuvor in einer derart radioaktiv verseuchten Zone eine solche Konstruktion errichtet. Man konnte immer nur minutenweise arbeiten. So etwas hat es bis dahin noch nie gegeben. Die Herausforderung ist gewaltig. Wie kann man eine solch monumentale Konstruktion an einem Ort errichten, an dem Menschen nur minuten- oder sogar sekundenweise arbeiten können?
Diese völlig neue Situation zwingt zur Improvisation und bedeutet auch, dass noch mehr Menschen der Gefahr ausgesetzt werden müssen. Vor über 12 Wochen ereignete sich die Explosion in Block 4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Um die tödliche Kontaminierung einzudämmen, beginnt nun die entscheidende Arbeitsphase. Die Radioaktivität in diesem Sektor ist so hoch, dass man eigentlich nur ferngesteuerte Maschinen einsetzen dürfte. Doch es sind Menschen, die die Maschinen in Position bringen müssen. Die Arbeiter können sich hier nur wenige Minuten aufhalten. Eine längere Strahlenbelastung wäre tödlich. Mit jeder Sekunde wächst für sie die Lebensgefahr. Das ist eines der gepanzerten Fahrzeuge. Es sieht primitiv aus. Weil es so etwas nicht gab, mussten wir es selbst bauen. Wir verkleideten die Wagen vollständig mit Blei, um die Soldaten so vor der Strahlung zu schützen. Jedes einzelne Metallteil der Konstruktion wird hunderte von Kilometern vom Reaktor entfernt vorgefertigt, hierher gebracht und dann montiert. Träger mit einer Länge von 70 Metern und einem Gewicht von 150 Tonnen. Pfeiler mit einer Höhe von 45 Metern. Das ist der Kran D-Mark 4000. Sehen Sie nur, wie groß die Kette ist. Wir konnten nie lange vor Ort arbeiten. Fehler durften wir uns nicht leisten. Die kleinste Fehlplanung und die Teile hätten nicht gepasst. Trotz der extremen Bedingungen machen die Arbeiten Fortschritte. 100.000 Kubikmeter Zement werden verarbeitet. Doch plötzlich bringt ein neues Problem die Bauarbeiten zum Stillstand. Das Dach des Kraftwerks ist mit hochkontaminierten Graphitstücken übersät. Sehen Sie sich das Stück an, das dort heruntergefallen ist. Genau das macht Probleme. 500 Röntgen. Und das hier hat 1000. Abmarsch, das reicht, wir müssen weg hier. Na los, alle weg. Das Graphit umhüllte die Uranstäbe. Bei der Explosion wurden sie aus dem Reaktor geschleudert. Ein einziges Stück strahlt genügend Radioaktivität aus, um einen Menschen in weniger als einer Stunde zu töten. Bevor die Bauarbeiten fortgesetzt werden können, müssen alle Stücke beseitigt werden. Die radioaktive Strahlung ist sehr hoch. Das können wir nicht von Hand erledigen. Wir müssen Roboter einsetzen. Roboter werden auf das Dach gebracht, um den tödlichen Schutt hinunterzuschieben. 60 Meter weiter unten sammeln andere Roboter den Schutt ein und vergraben ihn. Doch nach nur wenigen Tagen werden selbst die Maschinen von der Strahlung beschädigt. Die Schaltkreise brechen zusammen. Die Roboter versagen oder geraten außer Kontrolle. Einer stürzt sogar ab. Auf dem Dach können die Roboter nicht mehr eingesetzt werden. Nun müssen doch wieder Menschen die Arbeit verrichten. Die ausführenden Arbeiter bekommen deshalb den makabren Spitznamen Bio-Roboter. Ein Bataillon junger Reservisten bereitet sich auf seinen ersten Einsatz auf dem Dach von Reaktor 3 vor. Die Männer sind 20 bis 30 Jahre alt. Sie alle sind Reservisten, die zur Mithilfe hierher beordert wurden.
Kein Mensch hat jemals in einer solch hohen radioaktiven Strahlung gearbeitet. General Nikolai Tarakanov leitet die Einsätze. Er inspiziert sogar die Herstellung der Bleianzüge, die jeder Soldat am Abend vor dem wichtigsten Arbeitstag selbst anfertigen muss. Vorne und hinten, bis hinunter in die Stiefel, waren sie mit Blei bedeckt. Ein Helm und eine Maske boten Schutz gegen die Beta-Strahlen. Und dann noch eine besondere Schürze. Die Hände wurden von einer doppelten Schicht geschützt. Die gesamte Uniform wog zwischen 26 und 30 Kilogramm. Haben Sie den medizinischen Test absolviert? Irgendwelche Probleme? Gut, dann kann's losgehen. Kameraden, Sie sollten wissen, dass ich vor 2 Tagen zusammen mit einem Offizier auf dem Dach war. Eines steht fest. Dort oben gibt es nichts, wovor Sie Angst haben müssten. Natürlich wollten einige Männer die Arbeit nicht erledigen, doch als Reservisten mussten sie es. Für mich stellte sich diese Frage nicht. Ich musste einfach meine Pflicht erfüllen. Wer hätte es denn für mich tun sollen? Wer hätte sonst aufräumen sollen, damit die radioaktive Strahlung nicht die ganze Welt verseuchte? Jemand musste es nun einmal tun. Zweieinhalb Wochen, die reinste Hölle. Doch jeder Soldat musste diese Hölle nur 2 bis 3 Minuten ertragen. Manchmal sogar nur 40 Sekunden, wenn die Strahlung zu hoch war. Wir rechneten die Zeit genau aus, um so viele Leben wie möglich zu retten. Wenn die Sirene ertönt, stürmen 8 Soldaten zusammen mit einem Offizier aufs Dach. Ihre Aufgabe ist denkbar einfach. Der radioaktive Schutt muss so schnell wie möglich vom Dach geschaufelt werden. Nach General Tarakanovs Berechnungen betrug die Höhe der Radioaktivität ungefähr 7000 Röntgen pro Stunde. Die Reservisten dürfen sich nur 45 Sekunden auf dem Dach aufhalten. Gerade lange genug für einige Schaufelladungen. Wir arbeiteten wie die Ameisen. Kaum war einer fertig, nahm schon der Nächste seinen Platz ein. Jeder erledigte seinen Job, egal wie unbedeutend er auch schien. Zusammen gelang es uns, die Radioaktivität zu bekämpfen. Zehn Tage lang steigen alle 10 Minuten neue Mannschaften aufs Dach. Laut Militärangaben nehmen 3500 Menschen an den Aufräumungsarbeiten teil. Einige, wie Igor Kostin und Alexander Fedotow, steigen 5-mal aufs Dach. Wir haben Teile mit 1500 Röntgen mit der Hand aufgehoben. Nach einem Tag Arbeit schmerzten unsere Hände. Wir konnten sie nicht mehr zur Faust ballen. Als ich das erste Mal aufs Dach stieg, ergriff mich ein geradezu mystisches Gefühl. Es war, als befände man sich auf einem anderen Planeten. Das Dach war mit radioaktivem Material übersät.
Meine Hände zitterten. Ich wusste nicht mehr, in welcher Welt ich überhaupt war. Und ich begann, Fotos zu schießen. Man erkennt auf dem Film Spuren der Strahlung. Ich hielt die Kamera so und die Strahlung stieg so vom Boden hoch. Die Augen schmerzten und ich hatte einen metallischen Geschmack im Mund. Dann wusste man, dass man die vorgesehene Dosis überschritten hatte. Da oben spürte man die Zähne nicht mehr. Man hatte diesen Bleigeschmack im Mund. Man machte so, hörte aber nichts. Alles war mit Blei bedeckt. Selbst heute, 20 Jahre später, kann ich das Blei im Mund noch schmecken. Tausende von ihnen werden feststellen, dass dieser seltsame Geschmack eins bedeutet. Der unsichtbare Feind greift den Körper an. Während die Reservisten auf dem Dach des Kraftwerks ihr Leben riskieren, gehen die Aufräumarbeiten in der 30-Kilometer-Zone ununterbrochen weiter. Was normalerweise ein Mann in einer Stunde erledigen konnte, erforderte in Tschernobyl den Einsatz von 60 Menschen. Als wir vom Dach stiegen, fühlten wir uns, als hätten Vampire uns das Blut ausgesaugt. Wir waren völlig erschöpft, konnten uns nicht mehr bewegen. Manche hatten Nasenbluten. Die Feuerwehrmänner waren in unserer Nähe. Wer Nasenbluten bekam, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Brachen wir zusammen, wurden wir nach Hause geschickt. Doch wir alle wollten durchhalten. Damals waren wir jung und stark. Heute ist unsere Gesundheit dahin. In meinem Bericht steht, dass wir 20,5 Röntgen abbekommen hätten. Doch was bedeutete das? Diese Zahl war sehr viel niedriger als die tatsächliche Dosis. Nach dem Arbeitseinsatz bekommt jeder Reservist von General Tarakanow eine Urkunde ausgehändigt. Als Zeichen der Dankbarkeit bekommt jeder der Männer außerdem einen Bonus von 100 Rubel, was damals ungefähr 100 US-Dollar entsprach. Dafür hat jeder sein Leben riskiert. Doch sie können die Strahlung auf dem Dach nur um 35% reduzieren. Keiner wusste, wie hoch die Strahlung auf dem Dach war. Heute wissen wir, dass sie 10.000 bis 12.000 Röntgen pro Stunde betrug. Man hätte nie Menschen da hochschicken dürfen. Sieben Monate nach der Explosion ist die Zone gesäubert und der Sarkophag vollendet. 500.000 Menschen, Soldaten und Zivilisten, haben an der Operation teilgenommen. Ich teilte der Kommission mit, dass unsere Soldaten angesichts der unglaublich hohen Radioaktivität, der Beseitigung des Graphits und ihrer heldenhaften Arbeit ein Symbol bräuchten. Man könnte unsere Flagge hissen. Die Flagge zu hissen hatte einen ähnlichen Stellenwert wie das Hissen der Flagge auf dem Reichstag in Berlin, als die Rote Armee den Faschismus besiegt hatte.
Für unsere Soldaten war die Flagge ein Symbol des Triumphes über die Radioaktivität. Sämtliche Mannschaften feiern das Ende des Einsatzes auf ihre eigene Weise. Bocharow und seine Männer schreiben ihren Namen auf das letzte Metallstück, das auf dem Sarkophag angebracht wird. Der Sarkophag ist ein Pantheon, ein Grab, ein Mausoleum. Unser zweites Mausoleum. Danach bauten wir keine Atomkraftwerke mehr. Ein bitterer Sieg. Von dieser Katastrophe wird sich das Land nie wieder erholen. Das Ganze kostete uns 18 Milliarden Rubel. Damals war ein Rubel einen Dollar wert. Eine ungeheure Summe. Wenn man bedenkt, dass kurz darauf der Ölpreis einbrach, dann kann man sich vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten unser Land und das Projekt Perestroika zu kämpfen hatten. Die ersten Schneeflocken bleiben auf dem Reaktor von Tschernobyl liegen. Für die Behörden bedeutet dies, dass der Sarkophag luftdicht abgeschlossen ist. Für mindestens 30 Jahre, so lautet ihre Prognose. Die Reservisten sind nach Hause zurückgekehrt. Die Reaktoren 1, 2 und 3 sind wieder in Betrieb. Die erste Schlacht um Tschernobyl endet mit einem Sieg, der aber auch das Ende der UdSSR einläutet. Für viele beginnt hier ein Kampf, der heute noch immer nicht beendet ist. Zwanzig Jahre später ist Pripyat immer noch eine Geisterstadt. Julia Marchenko, die von Igor Kostin begleitet wird, will die Wohnung sehen, in der sie bis zu dem schicksalhaften Tag der Evakuierung mit ihrer Familie lebte. Im Gegensatz zu dem, was man ihnen versprochen hatte, konnte kein einziger Einwohner je wieder zurückkehren. Ich erkenne das Zimmer meiner Mutter nicht mehr wieder. An das hier erinnere ich mich. Berühren Sie die Wand. Es ist Ihr Zuhause. Auch in Igor Kostin werden bei dem Besuch schmerzhafte Erinnerungen wach. In den 7 Monaten seiner Berichterstattung von der Katastrophe wurde er einer tödlichen Strahlendosis ausgesetzt. Seitdem muss er jedes Jahr für mehr als 2 Monate ins Krankenhaus. Sie müssen neue Kraft für morgen finden. Diese Reise wird sie Ihnen geben. Das hat mein Leben für immer geprägt. Für 100.000 Strahlenopfer, genauso wie für die vielen 100.000 Männer, die an den Aufräumarbeiten in Tschernobyl teilnahmen, ist der Kampf gegen den unsichtbaren Feind noch nicht beendet. Alle, die während und nach der Katastrophe in Tschernobyl waren, leiden noch immer unter den Folgen der radioaktiven Strahlung, der sie ausgesetzt waren. In den Monaten nach dem Einsatz in Tschernobyl strömten die Liquidatoren überall in der Sowjetunion in die Krankenhäuser. 20 Jahre später kommen noch immer Überlebende in die Sonderabteilung des Krankenhauses Nummer 6. Sie alle leiden unter dem sogenannten Tschernobyl-Syndrom. Wir leiden unter zahlreichen Symptomen. Befallen sind Herz, Magen, Leber, Nieren und das Nervensystem. Unsere Körper wurden von den Stoffwechselveränderungen, die durch die Strahlung und die chemischen Substanzen hervorgerufen wurden, völlig auf den Kopf gestellt. Als die Liquidatoren nach Hause zurückkehren, sind sie nicht mehr in der Lage, ein normales Leben zu führen.
20 Jahre später sind nahezu alle Überlebenden körperbehindert und arbeitsunfähig. Die Behörden beginnen, ihr Leid zu ignorieren, indem sie ihnen die Sozialhilfe kürzen. Die Veteranen des Afghanistan-Krieges leben immer noch, während wir langsam dahinsichen. Ich habe ein Gedicht darüber geschrieben. Traurigkeit erfüllt mich. Erinnerung und Schmerz. Die meisten dieser Männer waren noch nicht einmal 30 Jahre alt, als sie nach Tschernobyl geschickt wurden. Die Überlebenden sind noch keine 50 Jahre alt und kämpfen bereits wie alte Männer um ihr Leben. Laut Militärangaben sind von den 500.000 Tschernobyl-Liquidatoren 20.000 bereits gestorben. 200.000 gelten offiziell als behindert. Man weiß nicht, wie lange man noch zu leben hat oder welcher Krankheit man erliegt. Man weiß nicht, wie sich das auf die eigenen Kinder auswirkt, wenn man denn welche hat. Wir sind uns all dessen bewusst und wir kennen auch den unsichtbaren Feind, der wie ein Wurm in uns nagt. Für uns geht der Kampf weiter und langsam verschwinden wir von dieser Welt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden der Katastrophe von Tschernobyl nur 59 Todesfälle direkt zugeordnet. Nicht eine einzige Untersuchung wurde bisher unter den 130.000 Flüchtlingen aus dem Gebiet durchgeführt. Es gibt keine Erhebungen über den Gesundheitszustand der 500.000 Liquidatoren. Es gibt keinerlei Zahlen über die Menschen, die noch in der Nähe Tschernobyls und in den anderen verseuchten Gebieten leben. Den Menschen wurde nie mitgeteilt, welcher Strahlendosis sie wirklich ausgesetzt waren. Bei Ihnen sind es 6. Der Wert steigt. Gestern waren es noch 5,7. Das ist okay. Wie hoch kann er noch steigen? Sagen Sie mir die Wahrheit. Eine Mitarbeiterin des Obersten Sowjet deckte die systematische Verschleierung der wahren Ausmaße der Katastrophe von Tschernobyl auf. 1991 zerbricht der Staatenbund der Sowjetunion. Alja Jarochinskaja nutzt das Chaos im Lande und findet streng geheime Papiere, einen 600 Seiten starken Bericht an das Zentralkomitee, der verfasst wurde, als der Kampf um Tschernobyl noch im Gange war. Als ich diese Dokumente studierte, entdeckte ich, dass alles ganz anders abgelaufen war. Ich erkannte das wirkliche Ausmaß der Lügen der Parteispitze. In Bericht Nummer 12 heißt es, dass am 12. Mai 1986 bereits 10.198 Menschen in Krankenhäuser eingewiesen worden waren. Bei 345 sind Anzeichen von Gewebeveränderungen erkennbar. Gleichzeitig sagte man uns jedoch, dass alles in Ordnung und die Lage nicht ernst sei. Da fiel mir das wahre Ausmaß der Lügen auf. In einer weiteren Passage findet sie Hinweise darauf, dass die Behörden die Höchstwerte fast nach Belieben veränderten. Sie multiplizierten die für den menschlichen Körper akzeptablen Strahlenwerte mit 5. Als sie die Grenzwerte nach oben verändert hatten, wurden die Menschen plötzlich wie durch ein Wunder geheilt. Sie wurden aus dem Krankenhaus entlassen und nach Hause geschickt. Das war kriminell. Nicht nur die Sowjets manipulieren die Zahlen. Ende August 1986 findet in Wien die erste internationale Tschernobyl-Konferenz statt. Den Vorsitz hat Hans Blix. Journalisten und Beobachter haben keinen Zutritt. Die russische Delegation wird angeführt von dem Akademiemitglied Legasow, jenem Mann, der während der Katastropheneinsätze in Tschernobyl der Regierungskommission vorstand. Als wir ihn mit der Vorbereitung des Berichts für die IAEO beauftragten, trugen wir ihm auf, wirklich alles zu erwähnen. Er legte einen sehr detaillierten Bericht vor, der alle schockierte. Legasow spricht 3 Stunden lang. Sein Bericht endet mit der Schlussfolgerung, dass in den kommenden Jahrzehnten ungefähr 40.000 Krebstote durch Tschernobyl zu erwarten seien.
Einige Verantwortliche Westeuropas weigern sich, diese Schätzungen zu akzeptieren, was zu intensiven Diskussionen führt. Es handelte sich um theoretische Berechnungen, die auf dem Hiroshima-Modell basieren. Wenn man also ein bestimmtes Maß an Radioaktivität vorfindet, dann weiß man aus Hiroshima, wie viele Menschen langfristig daran sterben werden. Erhöht sich die Dosis, erhöhen sich auch die Zahlen. Das waren die Berechnungen. Nichts war empirisch belegt. Als die Konferenz endet, spricht man nicht mehr von 40.000, sondern von nur noch ungefähr 4.000 zu erwartenden Todesfällen. Selbst heute wird diese Zahl von offizieller Seite genannt. Zu den Gegnern der sowjetischen Politik der Transparenz zählt auch der damalige französische Gesundheitsminister, der 1986 bestreitet, dass die radioaktive Wolke über sein Land gezogen sei. Haben Sie in Frankreich etwas registriert? Nein, der Wind weht nicht in unsere Richtung. Er weht gegen den Uhrzeigersinn und es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Die öffentliche Gesundheit ist nicht in Gefahr. 20 Jahre später gibt es Berichte, wonach in Frankreich und vor allem in Korsika Fälle von Schilddrüsenkrebs derselben Kategorie und Schwere wie in der Umgebung von Tschernobyl aufgetreten sind. Das gefährlichste Element, das aus dem Reaktor von Tschernobyl entwich, ist nicht Cäsium oder Plutonium, sondern Lügen. Ich bezeichne das als die Lüge von 86. Diese Lüge wurde genauso weit verbreitet wie die Radioaktivität selbst, über das ganze Land und die gesamte Welt. Am 27. April 1988 wird der zweite Jahrestag der Katastrophe begangen. Das Akademiemitglied Valery Legasov, der Mann, der darauf hingearbeitet hatte, die gesamte Wahrheit zu enthüllen, begeht Selbstmord. Noch heute wird das Land von den radioaktiven Partikeln, die aus dem explodierenden Reaktor geschleudert wurden, vergiftet. Zwanzig Jahre nach der Katastrophe ist die Umgebung von Tschernobyl noch immer unbewohnbar. Binnen fünf Jahren sinken die Radionuklide 5 Zentimeter in die verseuchte Erde. 20 Jahre später sind sie also 20 Zentimeter tief in den Boden eingedrungen. Sie verseuchen weiterhin die Pflanzen. Um die Erde zu reinigen, müssten wir eine 20 Zentimeter dicke Schicht abtragen und diese unterirdisch versiegeln. Das ist jedoch absolut unmöglich. Heute leben 8 Millionen Menschen in verseuchten Gebieten der Ukraine, Russlands und vor allem Weißrusslands. Seit 20 Jahren ernähren sie sich von radioaktiv verstrahlten Nahrungsmitteln, die sie langsam aber sicher vergiften. Dieses Thema, das 1986 auf der Wiener Konferenz von der sowjetischen Delegation aufgeworfen wurde, ist systematisch ignoriert worden. In einer Spezialklinik in Minsk wurden zwischen 1986 und 2002 1.152 Kinder wegen Schilddrüsenkrebs behandelt. Wie viele waren es in anderen Städten? Bisher sind noch keine weltweiten Statistiken veröffentlicht worden. Der Arzt Yuri Bandaschewski beschäftigt sich seit der Katastrophe mit den Krankheiten der Bevölkerung in den kontaminierten Gebieten. Als er seine Ergebnisse 1996 veröffentlicht, werden sie sofort als unglaubwürdig verworfen. Man verurteilt ihn wegen angeblicher Korruption zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Im November 2005 steht er immer noch unter Hausarrest. Sehen Sie sich doch an, was passiert, wenn ein Muttertier während der Tragezeit mit Cäsium verseucht wird. So viele Deformationen in nur einem Wurf. Oberlippenspalten, fehlende Augen, deformierte Schädel. Diese Embryos stammen von Hamstern, die man ausschließlich mit verseuchtem Gras aus der Gegend um Gomel fütterte. Das Ergebnis: ganze Würfe mit schwersten Deformationen. Ich war entsetzt, als ich sah, wie viele deformierte Embryos in Tieren heranwuchsen, die cäsiumverseuchte Nahrung zu sich nahmen.
In nur 2 Wochen bekam ich unglaublich hohe Zahlen von Deformationen. Und wenn man dann so ein Monster vor sich hat, dann spricht man doch darüber. Sie kennen sicher das Kunstkameramuseum in St. Petersburg. Ich will ganz offen sein. Ich selbst könnte so viele Monster erschaffen, wie ich wollte. Es gibt keine offiziellen Studien zu Genmutationen aus der Gegend um Tschernobyl, obwohl sich zahllose Fälle nachweisen lassen, trotz der vielen tausend Fehlgeburten und Abtreibungen nach der Katastrophe. Die Deformationen, die diese Kinder vorweisen, gleichen denen von Bandaschewskis Hamstern. In Weißrussland leiden derzeit ungefähr 300.000 Kinder unter den Folgen der Kontamination. Nichtstaatliche Organisationen wie das Internationale Grüne Kreuz, das von Gorbatschow gegründet wurde, nachdem er 1991 die Macht verlor, haben für die Opfer von Tschernobyl Behandlungs- und Hilfszentren eröffnet. Sie organisieren Therapiegruppen, die den heranwachsenden Generationen in den verseuchten Gebieten beibringen, wie man mit der Radioaktivität umgeht. Wie lange soll das noch weitergehen? 800 Jahre? Bis in alle Ewigkeit? Tschernobyl spielte für uns alle eine bedeutende Rolle. Wir dürfen weder Mittel noch Wege scheuen. Wir müssen internationale Zusammenarbeit stärken, Forschungszentren ins Leben rufen, um sichere Energiequellen zu erschließen. Das ist das zentrale Thema. Ich wünsche niemandem ein solches Schicksal. Niemand hat es verdient, das durchmachen zu müssen, was wir in Tschernobyl erlebt haben. Wir alle sind menschliche Wesen. Niemand hat so etwas verdient. Zehn Kilometer vom Kraftwerk entfernt liegt die Sicherheitszone Tschernobyl 2. Vor 20 Jahren konnte sich niemand dieser riesigen militärischen Radaranlage nähern. Moskau wollte hier amerikanische Raketen aufspüren. Dass sie nach der Explosion außer Dienst gestellt wurde, zeigt, welche Wirkung die Katastrophe in Tschernobyl hatte. Es ist schrecklich, Waffen einzusetzen. Noch schlimmer sind Atomwaffen. In Tschernobyl gab es in einem einzigen Reaktor einen Unfall und noch immer leiden wir unter den Folgen. Bisher sind 2 Atombomben abgeworfen worden, in Hiroshima und Nagasaki. Auch deren Folgen sind noch immer spürbar. Tschernobyl hat uns gezeigt, was passiert, wenn sich Atomenergie in Menschenhand befindet. Wir hatten errechnet, dass ein Exemplar unserer SS-18-Atomraketen verheerender wäre als 100 Tschernobyls. Die SS-18 wurde von den Amerikanern gefürchtet. Und von denen hatten wir 2700. Diese Raketen waren auf Amerika gerichtet. 2700. Stellen Sie sich deren Zerstörungskraft vor. Herr Gorbatschow hat wohl recht, wenn er sagt, dass Tschernobyl ein Beispiel für außer Kontrolle geratene Radioaktivität ist. Deshalb setzt er sich so vehement für die Abschaffung aller Atomwaffen ein. 1,5 Jahre nach Tschernobyl ließ Gorbatschow alle sowjetischen Sprengköpfe mit einer Reichweite von 500 bis 5000 Kilometern aus Europa entfernen. 10 Jahre später wurde der Vertrag über ein vollständiges Atomwaffentestverbot von der ganzen Welt unterzeichnet, mit Ausnahme von Indien. Tschernobyl war der Auslöser für eine weltweite atomare Abrüstung. Tschernobyl überzeugte jeden. Sowjets und Amerikaner erkannten endgültig die Gefahr der Atomvulkane, auf denen wir saßen. Nicht nur unsere beiden Länder, sondern die ganze Welt.
Und doch scheint 20 Jahre später die Katastrophe von Tschernobyl mit ihren Folgen langsam aus dem kollektiven Gedächtnis zu verschwinden. Der radioaktive Inhalt unter dem alternden Sarkophag von Reaktor 4 bleibt unverändert tödlich. Seit 2001 sind die drei Tschernobyl-Reaktoren endgültig abgeschaltet. Doch auch 20 Jahre nach der Explosion schlägt das Messgerät am Fuße des versiegelten Reaktors bis zum Anschlag aus. Hohe Mengen an Radioaktivität, das Hundertfache des Normalwertes, kontaminieren noch immer die Umgebung des Kraftwerks. Der Stahlbetonmantel verwittert immer stärker. Seit dem Bau wurde der Sarkophag von 3000 Arbeitern immer wieder überprüft, um eventuellen Schäden vorbeugen zu können. Wir glaubten, dass wir 30 Jahre nach der Explosion einen neuen Sarkophag bauen könnten, ohne dass die Menschen vor der hohen Strahlenbelastung flüchten müssten. Nun sind 20 Jahre vorüber und nichts ist geschehen. Der Sarkophag muss dringend erneuert werden. Doch die Ukraine hat kein Geld mehr. Und wir auch nicht. Ein neuer Sarkophag befindet sich zwar im Bau, doch man liegt 10 Jahre hinter dem Zeitplan zurück. Die Konstruktion soll den ersten Sarkophag vollständig umhüllen. Die Kosten 1 Milliarde Dollar. Ein internationaler Fonds unter der Leitung von Hans Blix wurde eingerichtet. Die Arbeiten an dem neuen Sarkophag sind noch nicht beendet. Er wird erst in einigen Jahren fertiggestellt sein. Danach können wir das geschmolzene Brennmaterial entfernen, das sich noch immer dort befindet. 20 Jahre nach der Explosion, 14 Meter unter der Erde, stellt das abgekühlte Brennmaterial im Kern des Reaktors noch immer eine schreckliche Bedrohung dar, die viele Jahre lang weiter bestehen wird. Ich bete zu Gott, dass der Sarkophag nie zusammenstürzt. Das wäre das Schlimmste, was uns überhaupt zustoßen könnte, denn in seinem Inneren befinden sich 100 Kilogramm Plutonium. Für einen Menschen ist ein Mikrogramm absolut tödlich. Es befindet sich dort also genug Plutonium, um 100 Millionen Menschen zu verseuchen. Die Halbwertszeit von Plutonium beträgt 245.000 Jahre. Wir können dieses Partikel also als ewig während bezeichnen. Es gibt Gegenden, in denen sich nie wieder Leben ansiedeln wird. Trotz dieser schrecklichen Warnung wird die atomare Abrüstung, die durch Tschernobyl ausgelöst wurde, heute hinterfragt. In Zeiten rapide steigender Ölpreise erfreut sich die Atomenergie als Alternative wieder wachsender Popularität. Die Reaktorruine von Tschernobyl war, ist und bleibt Mahnmal der nuklearen Apokalypse. Die radioaktive Strahlung in der Gegend um Pripyat wird erst in einigen 100.000 Jahren wieder Normalwerte erreichen.